Die Radiologie am Beethovenplatz ist mit die älteste Praxis im Saarland, die ein MRT und CT betreibt. Wir untersuchen insgesamt ca. 60 bis 70 Patienten und haben 25 bis 30 computertomografische Untersuchungen jeden Tag. Der CT 3500 ermöglicht eine schnellere Taktung am Gerät selbst und auch wesentlich kürzere Untersuchungszeiten, was unsere Patienten auch sehr schätzen. Tatsächlich haben wir viele Patienten mit COPD-Erkrankungen, denen das Luftanhalten immer schwerfällt. Und durch die sehr kurze Scandauer ist das halt wirklich optimal, weil wir wirklich gute Lungenbilder bekommen. Das ist für uns sehr wichtig. CT Smart Workflow war ein großer Punkt, der für mich persönlich die Kaufentscheidung positiv beeinflusst hat. Insbesondere die neuronalen Features waren ein großer Reiz, das CT auszuprobieren, um Philips weiterzuentwickeln und auch den zuweisenden Patienten weitere diagnostische Möglichkeiten zu bieten. Precise Image ist ein neuronales Netzwerk, was es uns ermöglicht, die Dosis für den Patienten extrem niedrig zu halten, bei aber gleichbleibender oder sogar besserer Bildqualität zu unserem Vorgänger-CT. Vorher war es so ein Rauschen, das Rauschen war viel höher und das ist deutlich niedriger geworden und besser geworden mit dem neuen CT. Durch den möglichen Einsatz des Calcium-Scorings erhoffen wir uns, unser Leistungsspektrum radiologisch erweitern zu können und somit auch für Patienten ihr Risiko für koronare Herzerkrankungen besser abschätzen zu können. Durch die größere Gantry-Öffnung ist insgesamt für den Patienten die Atmosphäre so ein bisschen entspannter. Da hat der ein oder andere Patient doch Vorbehalte aufgrund von der Platzangst. Und da ist jede größere Gantry-Öffnung natürlich ein Vorteil. Die Akquisitionsgeschwindigkeit des CTs hat sich erhöht im Vergleich zu unserem Vorgänger. Und das bewirkt natürlich, dass wir gerade bei Patienten älteren Alters oder auch jungen, wenn sie nicht ganz compliant sind, nicht mehr so viele Wiederholungsaufnahmen benötigen. Wir müssen ja für den ambulanten Zuweiser alle diagnostischen Facetten abbilden können, sei es onkologisch, sei es Extremitäten, sei es muskuloskeletal, sei es Angio-CTs. Und das konnten wir bisher mit dem CT 3500 vollumfänglich abbilden. Meine Kollegen sind mit der Bildqualität sehr zufrieden und ich habe da nur positive Rückmeldungen bekommen. Tatsächlich habe ich die ersten Untersuchungen am Gerät selbst gemacht. Mein erster Eindruck war eine unglaublich gute Bildqualität, was die Darstellung von Bauch und Thorax betrifft. Und da war ich wirklich begeistert. Aufgrund unserer Erfahrung mit dem CT 3500 würden wir das System anderen Kollegen sehr empfehlen.